Hallo zusammen und herzlich willkommen endlich zur Alpha 18 7 Days to Die. Vor mir der Herr Kaiser mit Juhu. Der Fackel in der Hand. Guten Tag. Das sieht schick aus. Die sieht gut aus, die Fackel, ne? Die sieht echt gut aus, ja. Das Modell sieht super aus. Wir befinden uns in der Version 18.1. Das ist eigentlich noch die Experimental. Die kam noch. Das hat was mit zu tun gehabt, nachdem wir den Server aufgesetzt haben, auf dem wir spielen. Danke nochmal an G-Portal an dieser Stelle. War das irgendwie auf Experimental, weil ich da den Download falsch angeworfen habe. Aber auch egal. Wir spielen mit dem Seed Zombie Slayer. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also Zombie, das Wort Zombie, alles kleingeschrieben. Slayer hinten dran. Das ist unser Seed. Und wir legen los, würde ich sagen, wa? Ja, fröhliche Sammeln. Momentan machen wir Gras Slayer. Ja, im Moment ist ja Gras Slayer, das stimmt. La, la, la. Es sieht schön aus. Wir haben auch diesen schönen Befehl benutzt, ne? Diesen GF. Genau. Stimmt, das sollte man vielleicht auch nochmal in der Aufnahme sagen. Und zwar, wenn ihr Performance-Probleme habt in der Alpha 18, dann könnt ihr das Antistrobe-Filtering ausschalten. Ihr seht das vielleicht, wenn ich mich an die Straße stelle, ungefähr da, wo das Fadenkreuz ist, ab da wird die Textur unscharf im Boden. Das Antistrobe-Filtering zeichnet ja Texturen in der Entfernung scharf, aber das kostet auch viel Performance. Und dazu geht ihr in die Konsole mit F1 und sagt, hier, ich habe den Befehl schon mal gehabt, GFXAF0. Und mit 1 könnt ihr es wieder einschalten, wenn ihr wollt. Aber es spart euch ordentlich Performance für eure Grafikkarte. Und kann ich nur empfehlen. Wollen wir Richtung Norden die Straße erstmal nehmen? Genau, da hinten sieht man schon Wälder. Ich denke, dass wir. Hast du schon einen Schlafsack gesetzt? Nee, noch nicht. Ich nehme meinen wieder auf und nehme mit. Jetzt gesetzt und tschüss, genau. Ja, ich sammle den einfach wieder ein. Da. Hui! Was soll hier schon passieren? Du bist tot. Oh, ich habe schon das zweite Buch hier. Automatic Weapons Volume 6. Ja, das ist halt super geil. Ne? Man hat die ganz normalen Skills hier. Also ein paar erweiterte sind auch dabei. Und dann hat man auf der letzten Seite hier diese. Ja, nochmal 112 sind es, glaube ich, einzigartige Sachen. Das ist zum Beispiel. Im Skillbook? Im Skillbook, ja. Das sind so mit die größten Neuerungen drin. Mhm. Dass du beim Mining zum Beispiel, wenn du einen Kaffee getrunken hast, irgendwie 10% mehr Erz abbaust und so Geschichten. Also die richtig, richtig tolle Sachen. Das kriegst du halt nur über Bücher. Hühnchen, hallo. Das Schöne ist halt wirklich, dass man jetzt. Dass es wieder Sinn macht, in Bücherläden zu gehen. Ne? Also dass das wieder das Highlight ist, wenn man dann irgendwie ein schönes Buch findet. Ja. Und das hat dem Spiel schon so ein bisschen gefehlt irgendwie. Ich verprüge gerade ein Hühnchen mit einer Fackel. Das Arme wird direkt geröstet. Ja, ich versuch's mal, vielleicht klappt's ja. Oh, es gibt Federn, es gibt ein bisschen EP. Ich habe nämlich noch keine. Mir fehlt noch ein Stein für die Steinaxt. Ja, ich habe hier, warte, da ist eine Sau. Also ein Wildschwein würde ich lassen. Ja, die werden uns wahrscheinlich erzählen, wie der Hase läuft hier. Wald! Ist hier irgendwo ein Ressourcenstein eventuell? Echt schön, der neue Landschaftsgenerator. Genau, ich würde sagen, das ist Hammer. Guck mal da oben, hier eine Westernstadt am Hügel. Das sieht halt einfach gut aus. Oh, mal, dieses Ding zerschlage ich mal, dann kriegen wir nämlich Knochen. Dann haben wir nämlich, kann man sich nämlich schon mal einen Bone Chief machen. Axt, Bedroll, haben wir durch. Wenn du Ressourcenstein siehst, du hast jetzt schon eine Axt, okay, cool. Plant Fiber Clotting. Clotting? Der Clotting. Muss ich machen. Das ist die Ambient Music da, das haben sie auch neu gemacht. Das habe ich gerade auf leise gedreht. Schon. Ja, aber es ist halt so. In der Wüste cool. Am Tag ist es nicht sehr scary. Nee, oder scary nicht, geil. Aber es gibt so ein bisschen. So eine Grundatmosphäre im Spiel, finde ich. Also auf Zombie kommen da? Ja, ja. Das hat hier nämlich Zombies Hallo. Im Spiel. Die Kleine will spielen. So. Oh, was? Oh, CPU-Last? Plant. Jetzt ist es. Ich hätte kurz mal getappt, da hat das Spiel irgendwie gemeint, kurz überlastet sein zu müssen. Die Sau. Oh, aua. Da ist eine Stadt und das ist super. Also kämpfen ist, glaube ich, jetzt noch nicht drin. Ich, lass mal schauen, dass wir irgendwie... Da ist ein Ressourcenstein. Er klopft. Er geklopft. First Blood. Genau. Ah. Der Zombie Slayer, da müssen wir ja sowas machen. Ja, 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 ja. Aber es läuft gut, finde ich. Es läuft sehr performant. Na, also dieses Antistrobe-Filtering bringt halt sehr, sehr viel, ne? Also das haben wir ja im Stream schon gemerkt. Das auszuschalten. Ja, ja. Ich habe einen Geierschatten gesehen. Ich war euch das. Primitive Bow.
Bei Fire, hey, da habe ich ja mal richtig. Und Klapp, okay. Wir spielen übrigens auf Stufe, also die mittlere Stufe. Es gibt ja 5 und in der Mitte spielen wir vom Schwierigkeitsgrad. wir haben 90 Minuten Tag und wir haben die XP leicht erhöht, ne? Mhm. Um da einfach schneller auf den grünen Zweig zu kommen, sozusagen. Bei mir ist manchmal CPU-Auslastung. Okay. Komisch. Oder auf dem. Oder auf 8. Ich habe das eben aus dem Augenwinkel gesehen. Obwohl die CPU gar nicht belastet ist, großartig. Irgendwie engt aber hier bei mir noch die Questgeschichte. Was fehlt dir denn? Gather Wood. Ne, da zeig ich mir oben Craft Bedroll an. Hab ich aber schon fertig. Ist auch abgehakt. Mach's nochmal. Jetzt habe ich Holz. Ne, so ein Anzeigefehler oben. Ah, hast du schon geplaced? Ja, ja, hab schon alles durch. Ich bin schon bei 6 von 8 oder 7 von 8 jetzt. Okay. Ich gucke, 6 von 8 Craft Primitive Bow und. Ah, okay, das muss ich jetzt nochmal neu machen. Das habe ich zu schnell gemacht. Oh, wie? Was? Oh, wo kommst du denn her, Schwester? Ich versuche hier mich im Nahkampf zu... Mach einen Speer direkt. Speere sind... Ja. Absolute super... Gau für Zombies. Da fehlt mir Gras. Klar. Scrap. So, letzte Quest. Was ist das? 7 von 8. Place Wood Frame. Okay. Ja, da bin ich auch. Hast du schon besetzt? Nee, noch nicht. Okay. Mach ich jetzt. Noch nicht. Ja, dann machen wir das hier gerade fertig, oder? Damit wir da mit den, den Grundquests durch sind. Da gibt es nämlich auch die ersten Punkte. Ach, Quatsch, das mach ich dann. Wow! Der Baum fiel mal schnell. So, Frame setzen. Ich hoffe, dass es keine falsche Entscheidung war, mit der 18.1 zu beginnen, aber wird schon laufen. Ich denke auch. So, Located Trader habe ich jetzt. Oh nein, der ist in der Richtung, wo wir hergekommen sind. Skate Park. Aber hier ist so schön. Können wir mal gucken, was hier gibt. Skaten? Genau. Paper. Kurz den ganzen Kram hier. Boah, geil. Was Autos. Von Autos sind schön. Du groß? Ja, lass mal durchgucken. Vielleicht gibt's ja auch einen, vielleicht finden wir einen Store. So einen richtigen Laden. Ist ein bisschen flacher, ne? So ein Questhaus umzubauen ist. Du meinst es mit den Laternen? Ja, so, ja, also eins von den Questhäusern. Ich sehe da hinten nämlich das Backsteinhaus. Siehst du das? Das ist aber ein Questhaus. Okay. Das ist wahrscheinlich auch schwer zu verteidigen. Ja, nee. Lass mal durchrennen. Ja. Nur Autos gucken. Schlappababa. Ich weiß nicht, wie groß diese Stadt ist. Oh, was ist denn das hier? Boah, ein Menschen, oder? Geil. Ist das nicht dieses Anwesen? Nee, es ist so eine Kapelle. Kapelle mit Friedhof. Ja, passt eine ja, ne? Kapelle. Eine Kackkapelle. Hier ist die Grundschule. Mhm. Wäre auch was, oder? Früher haben wir mal immer so die Zombies geleitet. Ja, ist aber halt sehr groß, ne? Ja. Aber weißt du, da könnte man sie reinlassen in die Bude und dann wie so einen Gang machen, wo sie sich dann drin aufhängen, sozusagen. Die neuen Automodelle sehen richtig gut aus. Ja, sieht alles gut aus. Oh, hier ist Baustelle, Mixer. Ja, fernhalten, gefährlich. Lass mal durchgucken, hier müsste es ja noch mehr geben. Ja, Shade Tree Auto, das ist ein Autohändler, die ist aber recht zügig unterwegs. Na, du Kleine. Oh. Oh, in die Hoden. So. Danke, Onkel. Dog. Guck mal, da hinten gibt's ein Kino, oder was ist das? Ah. Dogos, ne, ich glaube, da ist das Ding ist voll Hunde. Liest jetzt warte mal, so. Hier ist ein Baumstumpf, den will ich mal kurz weghacken. Wegen ein Konig. Aha.
Weil die Infektion ist real hier in dem Spiel. Ja, ja, ich weiß, ja. The infection is real. Hat aber nicht funktioniert. So, jetzt muss ich erstmal ihn hier. Oh! The Fireman's Almanac. Ach, ich mach 10% mehr Schaden gegen Kohle. Hab dich geschlagen. Lass mich. Ah, hier ist schon mal ein Wassertürmchen. Das ist doch schön. Au, hier kommt ein Geier. Ja, ja, wenn du ein bisschen verwundet bist, dann kommt er. Ich bin doch gar nicht. Das. Geh auf den Kaiser. Naja. Nicht da. Der haut gerade ab. Au, au. Au, der tut mir weh. Boah, der. Der macht mich platt. Wo bist denn du? Setz schnell einen Schlafsack. Jetzt hab ich ihn. Ja, hab ich. War hatte ich nicht. War Panik groß. Boah, wie schnell bin ich mit dem Messer? Hast du mal. Minja ist der Schnitzer. Boah, ist die schnell. Das Messer, der Messerangriff ist ja super schnell. Wo ist jetzt der Rucksack, den ich looten wollte? Hier lag irgendwo ein Rucksack rum. Halt dich mal. Da. Ja, hab ich nicht großartig. Ich kann nur die Heilbandage nehmen, aber das wäre irgendwie, ich kann was essen. Ja, Geschäft ist aber noch nicht in Sicht hier. Die Stadt ist jetzt auch nicht so riesig. Ja, irgendwas aus Stein hätte ich halt gesagt, oder? Ja, das ist ein bisschen also, zu groß hier. Fand ich da hinten das Ding schon gar nicht so schlecht. Oh, Home Depot. Mal Autos looten hier. Hast du noch irgendein Steinhaus gefunden? Weil sonst hätte ich gesagt, lass uns doch auf das Gebäude da hinten gehen, wo wir eben vorbeigekommen sind. Ne, ich guck einmal durch hier, was wir noch so haben. Super. Bist du da hinten, Mister? Häschen. Wasserturm ist schon mal gut. Holmdepot, sehe ich das. Was ist denn das für ein geiles Gebäude? Sieht ja richtig cool aus. Da oben sind nur Kisten drin in der Ecke. Aber ich glaube, dass das Spiel einen nur locken will. Dann kommst du da oben rein und dann kommt die Horde von Zombies dir entgegen. Da ist ein Futtertier. Ja, ich habe schon einmal angeschossen. Lazy Age. Ja super, ich habe zwei Pfeile, damit komme ich aber richtig weit. Was ist denn das hier? Guck mal. Dumpen. Was denn? Coal Mining. Oh. Das sieht doch geil aus. Guck mal, ein Bergwerk. Ein Bergwerk, geil. Das geht bestimmt runter. Aber willst du da drauf als Basis? Nein, das war jetzt einfach nur als... Ja, weiß ich nicht. Willst du das absichern? Wobei, ja gut, die Zombies würden drunter durchlaufen. Was ist, wie stark ist denn das Space? Also hier geht's glaube ich runter. 1000. 1000. Gut, man könnte hier den Boden raustackern oder zumindest hier doppelreich und da Bars reinsetzen, ne? Dann könntest du die Base hier verteidigen. Könntest du die Holzkonstruktion außen abreißen, theoretisch. Naja, ich weiß nur nicht, wie stabil dann das außenrum ist. Ja, gefällt mir ganz gut bisher. Sollen wir nehmen? Sollen wir. Ich find's gut. Erstmal probieren. Wir haben Wasser, ist irgendwo da hinten in der Nähe. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, oder? Ist ja ein Questgebäude, das heißt. Hab ich dich abgedrängt? Nee. Tut mir leid. Warte, ich mach mal erstmal eine Kiste hier draußen. Ich hab schon so viel. Ich brech ein! Komm rein! Ich komme hier nicht mehr raus. Bitte. Was? Hallo. So. Hast du einen Schlafsack gesetzt? Nein, noch nicht. Mache ich jetzt hier drin. Habe ich gemacht. Ja, hier geht's runter. Hier geht's in den Schacht runter. Definitiv. Geil. Ja, dann nehmen wir das doch. Dann setze ich jetzt hier ganz frechen Homestone. Landclaim-Block sozusagen. AKA Landclaim-Block. Oh yeah. Wo mache ich den denn hin? Lass mal überlegen. Hier oben in die Mitte an die Decke. Guck mal, dein. Zack. Boing. Schon wieder CPU-Belastung. Hör doch auf, Spiel. Was ist denn los? Mein CPU ist doch gar nicht überlastet. Hier geht's runter, ne? Aber ganz schön. Ordentlich runter. Okay, da vorne ist die Leiter. Wie kommen wir wieder hoch? Ich besorge erstmal Holz, oder? Ein bisschen.
Ja, 90 Holz habe ich, also wir werden schon eine Leiter gebastelt kriegen. Ja. Wie geil ist denn das, ey? Ich habe keinen Stein. Du Stein? Ich habe auch nur einen. Hier unten ist aber viel. Das Stein, okay. Warte, ich komme. Wie bist du da rauf? Auf die Planke? Ja, einfach runter, genau. Und dann auf die Leiter wahrscheinlich. Wie geil ist das denn? Oder eine alte Mine? Super. Wie kommt man hier wieder hoch? Werden wir dann sehen. Und hier ist abgesperrt. Und wie groß das Gitter? Achso, ich habe keine... Ich muss mir mal einen Stein erboxen. Oh, da sitzt jemand, warte. Okay, ich hab einen Stein. Ich muss mir mal... Wieso hat's denn da Pling gemacht? Ja, weil ich... Warte. Oh, was hat er gerade geknurrt? Der Dicke. Auf oben sind der Dicke ist wach. Hi. Ist aber klein. Klein und dick. Sag mal, wie ist denn der bitte? Ah, geh weg. Alles klar. Das war auf jeden Fall ein stabilerer, ja. Kollege. Kollege, du. Ah, komm mal abbauen. Ich dachte jetzt irgendwie, wär was geschützt. Hier ist Ende, vielleicht geht's ja noch weiter. Wie krass ist das denn bitte? Aber hier kann man direkt schön die Mine anlegen, ne? Kann man das direkt weiterführen. Hier oben geht's hoch. Hier oben ist nämlich einer, habe ich einen stehen. Du hast noch einen Pfeil im Bein in der Wade stecken, ich habe den mal rausgezogen. Danke, das ist sehr freundlich. Hey. Schlafsack hast du gesetzt, ja? Ja. Sehr gut. Okay. Meine Schwester. Wieso macht das immer Ping, wenn du deinen Pfeil wirst? Keine Ahnung. Autsch. Sorry. Nee, der hat mich getroffen, nicht du. Achso. Okay. Jetzt sind wir hier wieder? Jetzt sind wir... Kommen wir hier irgendwo hin? Ah, jetzt kommen wir hier rein, oder? Ja. Aber haben wir was, um rauszukommen? Holz. Holz, ja. Okay. Was ist hier drin? Irgendwas hat geknurrt. Ja. Hm. Das ist alles. Nee, das ist ja gar nicht das Ding, wo wir... Da kommen wir rüber, oder? Nicht so richtig. Nee. Ich kann hier keinen Damage dran machen, wahrscheinlich weil du deinen Homezone umgesetzt hast. Aber wir sind doch befreundet, das kann doch nicht sein. Hm. Sind wir vielleicht in der Gruppe? Also ist er vielleicht nicht in der... Nochmal Endfreunden? Ja, können wir versuchen, ja. Kick. Und wieder einladen. Ja. Probier mal. Hast du nur einen Stein für mich zufällig? Ja, probier doch bitte mal. Achso, du hast kein Dings. Hier, ich habe eine halbgare Pickaxe, Dingsaxt. Kann ich nicht aufnehmen, warum? Warum jetzt? Hä? Nö. Okay, ich mache uns den Weg frei. Warum macht er das nicht? Warum schert er den Homestone nicht? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Deswegen hat es auch die ganze Zeit Pling gemacht, wenn du deinen Speer geworfen hast. Ich liebe den Speer. Der Speer ist so gut. Sehr schön. Hier geht's ja, um wenn man ihn wieder aufnehmen könnte. Ah ja, hier ist eine Leiter. Okay. Aber wieso... Warte mal kurz. Was ist denn das? Hier ist doch dieses Allies-Symbol. Das muss man doch irgendwie aufheben können, oder nicht? Ich hab da jemanden gefunden. Ah. Pfeil im Kopf. Mach dich schlauer. Oh, der ist aber schnell. Au, der ist aber... Ja. Au, der verprügelt mich. Oh. Oh, ich sehe gleich nichts mehr. Ja, das war der erste Tod. Sorry. Abgeschnitten gekriegt.
Hör auf, hab ein Beutel fressen, du dumme Kuh. Sie frisst mich. Sie frisst mich. Ja, das ist ja komisch, dass das nicht funktioniert mit dem... Ich höre dich kämpfen im Hintergrund. Nee, ich zerstümmel gerade die Leichen ein bisschen. Die bleiben auch lange liegen. Zack, zack, zack. Zack. So, wie komme ich zu dir? Ich bin irgendwie da über die Mitte rauf und dann komme ich darüber. Ja, ich guck jetzt nochmal den Weg, den wir eben gegangen sind. Ich guck nochmal den Weg, den wir gegangen sind. Wie sind wir denn hier hochgekommen? Gar nicht. Hier. Ah. Oh, Kistchen. Wo sind meine? Kannst du den Homestone mal wegmachen oder deaktivieren? Ja, klar, kann ich. Ne? Bin jetzt wieder da, ja. Ah, jetzt kommen wir hier in die kleine Hütte rein, okay. Oh, die Agent-Musik. Au! Wie das denn? Das hört sich angehört, als hättest du dir was gebrochen. Ja! Schlaulicherweise. Da bist du hoch, okay. Weil ich wollte hier mal die Kiste aufmachen, kann ich nicht. Ich kann sie auch nicht kaputt schlagen. Und dieser verdammte Homestone, alles blockiert. Ja, das ist die kleine Hütte da oben. Okay, dann hast du zufällig Stofffragmente, zwei Stück? Warte mal. Ah, hab ich schon. Nein, hab ich nicht. Zack, Splint. Dann mach doch mal die Kisten hier auf, bitte. Ja. Das ist eine Working Stiff Tools Kiste, Shotgun Messiah und die hier. 7000. Kannst du die aufmachen? Nein. Ich hab oben Dietrich hier. Dann müssen wir wieder zurück, würde ich sagen. Ja, ich geh hier raus. Komm mal hoch, bitte. Ja, jetzt. Können wir uns hier durch die Wand. Ja. Können wir uns hier durch die Wand kloppen und dann. Also ich kann mich nicht durchkloppen, du wahrscheinlich nur. Ja, dass es mit dem Homestone nicht funktioniert, finde ich merkwürdig. Nicht, dass brauchen wir nicht, der ist ja nur für PvP, deswegen. Vorschläge. Ja, und der Spawn von Zombies, ne? Ne, der ist nur abhängig von der Bedroll. Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Gibt's hier nicht mehr, nein. Bedroll hat leider keinen. Na dann. Früher war es mal die Bedroll, aber seit der 17 haben sie das geändert. Außer sie haben es wieder zurückgeändert, das kann natürlich möglich sein, ne? Das weiß ich nicht. Juhu! Freiheit! Na, junger Mann, was krabbeln Sie da unten? Oh, ich hab dem Hirsch den Kopf weggeschossen. Oh je. Peter ist informiert. Das war keine Absicht. So, dann probiere ich mal den Homestone kurz zu deaktivieren. Warum auch immer das nicht funktioniert. Geil, geil, geil. Ich hab ihn removed. Hey, Level 2. Oh. Ich hätte dir auch einen Dolch geben können. Willst du denn hier hin? Nimm mal. Da. Was denn? Ah ja, danke. Ein Messer. Also, ich mach die Kiste mal auf. Zack. So, hier hatte ich doch irgendwo. Hier an Dietrich, genau. Können wir das weiter durch? Die Frage ist, wenn du mal einen Homestone setzt, ob das eventuell einen Unterschied macht. Ja, wahrscheinlich, dass du nichts machen kannst. Komm, hier, ne? So, warte. Ja, genau das gleiche. Hä? Was mich halt wundert, ist in der Alliierten, weißt du, das scheint nicht zu funktionieren. Ich krieg dich nochmal raus. Mhm. Dieser Alliierten Briefumschlag, der greift bei mir nicht. Okay. Also wir sind anscheinend nicht alliiert, oder kannst du auf Allies drücken? Ja. Bei dir geht's? Ja. Ja, jetzt sind wir alliiert. Und jetzt funktioniert es auch mit dem Dings. Du hast es einfach nicht bestätigt, das Alliierte. Du hast nur die Gruppeneinladung angenommen. Okay. My bad. Okay. Tü-düm. Macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Wir haben es rausgefunden. Kein Bug, sondern Feature. Genau. So. Dann würde ich sagen, setzt du den neuen Homestone, oder? Setzt du den wieder hier rein, oben an die Decke? Ja. Ich hole mal, ob ich die Kiste aufkriege, aber 7000 ist doch schon ein bisschen hart. Wir müssen uns merken, dass hier unten diese schöne Kiste ist. Aber ist das schon alles in dem Gebäude? Also haben wir da jetzt wirklich alles durch? Wir sind durch. Muss ich reparieren? Weil. Nee. Ich brauche einen Stein.
Hallo, Hirschchen. Ist da ein Hirsch drin oder bist du draußen? Nö, draußen. Okay. Das ist ein Reh, war es kein Hirsch, Entschuldigung. Aber ich finde das trotzdem als Basis interessant. Ja. Wenn du so ein Tier zerlegst, dann fliegt das Bein weg. Das ist total gemein. Ja, aber wir müssen essen. Ich melde das. Wir müssen essen, wir brauchen Federn. Wir brauchen so ziemlich alles. Wir müssen leider. Ich würde sagen, Hashtag, was nennen wir das Hashtag? Alpha 18. Hashtag Alpha 18, genau. Einfach Hashtag Alpha 18 in die Kommentare, würde uns freuen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder und dann werden wir hier Dampflang, werden wir mal ausbauen. So ein bisschen so als kleine Mini-Basis. Oh. Ich finde das sehr gut. Ich mag das. Ja, ich auch, wenn ich denn überlebe. Wieso überlebst du nicht? Ja, ich hatte gerade nur ein kurzes Problem, wo ist mein Homespawn, ist weg. Ja, der hat sich aufgelöst. Ich mache jetzt einen neuen. Der wird ja, glaube ich, aus Landclaim-Block heißt es ja, ne? Genau. Richtig, ich mache einen neuen. LCB. Na gut, wir werden den Land... Ja, du hast es abgekürzt. Okay, verstehe. Ich hole noch ein bisschen Stein, damit wir da unten ein bisschen Stein und so. Jetzt setzen wir zum Finale den Landclaim-Block und dann gucken wir, ob du auf was einschlagen kannst, was du siehst. Also zum Sekunden. Aktuell ja. Aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir den Boden eine Ebene tiefer rausballern. Da oben ist eine Kiste. Nee. So, warte. Landclaim-Block incoming. Probieren Sie bitte. Ja. Warte. 20 Craft. Ja. Ja, geht. Sehr schön. Wunderbar. Können wir mal. Wir sehen uns zur nächsten... Bitte was? Nee, alles gut. Okay. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. In der Alpha 18. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit der Alpha 18 losgehen konnte. Yay. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Das wäre total schön. Und bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Tschüss. Tschüss.